Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht. Ich fahre heute den Valiant auf der Map Ensk. Und alle Panzer fahren mir davon. Der Valiant zählt zu den langsamsten Panzern hier in BOT. Da drüben ist ein Lux. Komme ich nicht dran. Da drüben ist ein DS Pschins, polnischer Panzer, noch nicht sehr lange im Spiel, genau wie der Valiant, auch noch nicht sehr lange im Spiel ist. Aber langsam und sicher komme ich vorwärts und ich konnte den Pschins anvisieren und treffen. Und gleich nochmal, glaube ich, konnte das nicht so genau erkennen. Ist ein Valiant. Ich konnte ihm die Kette abschießen. Und jetzt ist er getarnt, wird nicht mehr gespottet. Aber immerhin schon zwei Treffer zu Anfang des Spiels. Ist mit dem Valiant nicht immer so gegeben, bis man am Einsatzort angekommen ist. Dauert es eben so seine Weile. Und dann sehe ich da einen T-28 und einen Panzer 6-5. Ich kann das nicht ganz genau erkennen. Ich muss auch ein bisschen darauf achten, wie hier meine Mitstreiter fahren. Ein Panzer 5-6. So, jetzt habe ich das richtig gesehen. Die da drüben stehen alle gedeckt hinter den Häusern. Also konzentriere ich mich jetzt mal auf die hier. Es sind ja doch etwas mehr geworden. Durch den Panzer 5-6 kam ich durch. Oh, der ging nicht durch. Aber der hat dafür gut gesessen. Und dann ist da ein Valiant. Kam ich durch. Und gleich nochmal. Und den Valiant gesprengt. Dafür wurde mir die Kette abgeschossen. Und ich hänge jetzt erstmal fest. Mal sehen, ob sich einer raustraut hier oder reintraut, was er gesagt. Da kommt der Pschins. Jetzt habe ich dem Pschins die Kette abgeschossen. Und den Pschins zerstört. Und dann haben wir hier einen Hetzer. Ebenfalls getroffen. Jetzt wird das hier ganz schön wuselig. Und den Hetzer zerstört. Und dann ist da ein T-28 hinter uns. Versucht sich aus dem Staub zu machen. Und jetzt muss ich langsam hinter ihm herfahren. Da ist er! Oh, der hat nicht getroffen, der war zu schnell weg. Und ich nehme die Verfolgung auf. Mit dem Valiant. An sich ein sehr guter Panzer. Gut gepanzert. Starke Panzerung. Aber die Geschwindigkeit. Da ist er. Ich habe ihn getroffen. Und wurde gespottet. Natürlich. Dann haben wir hier Panzer 3J. Ein Lux. Ein RBFM, ein Marder 38, hier fährt alles rum. Und 6 zu 9 sieht auch nicht ganz so gut aus. Und dann konnte ich den Marder zerstören. Jetzt wurde mir wieder die Kette abgeschossen. Und da ist ein T1. Auch da kam ich gut durch. Oh, da dreht er mir seine Seite zu und getroffen. Da wurde gleich zurückgetroffen. Da ist er immer noch. Fahren. Aber es hat mich der M10 getroffen. Ich glaube, der M10 ist das gewesen. Konnte aber nochmal in den T1 da treffen, in den schweren amerikanischen Panzer. Ja, da hat er mir vorbeigeschossen. Jetzt
richtig. Da hat er wieder geschossen. Ich kann rausfahren. Getroffen. Ah, er mich auch. Aber zerstört. Den RBFM. Und dann ist da noch ein T-28. Und da ist der T-1 Heavy noch. Stehen aber hinter den Gebäuden. So komme ich da nicht dran. Das ist ein Lux. Und in der Fahrt zerstört. Jetzt werde ich auch von der Seite beschossen. 3J ist da. Ja, dann doch eher auf den 3J. Er kam durch mich nicht durch. Wie gesagt, der Valiant ist gut gepanzert. Noch ein Treffer auf den 3J. Und da bin ich vom T-1 Heavy zerstört worden. Beim Stand von 10 zu 13. Aber nichtsdestotrotz, eine WN8 von 11.057, Damage von 2.901 und 6 Kills mit dem Valiant. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.